Hallo? Jetzt funktioniert's. Ich habe jetzt die Aufnahme zum vierten Mal gestartet. Irgendwie ist nie was passiert. Jetzt sind wir da. Hallo zusammen. So, wir spielen heute Resident Evil 2 weiter. Und zwar spielen wir, um genau zu sein, Claire B. Ich bin gespannt drauf, weil tatsächlich habe ich wirklich keine genauen Erinnerungen mehr an irgendeinen B-Playthrough. Ich glaube, ich habe das Spiel damals als Kind halt, ich meine, ich war 11, als das Spiel erschienen ist, ne? Habe ich das durchaus ein, zweimal durchgespielt. Aber das war's dann auch. Okay, ich muss anscheinend... Okay, Leute, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen zu Claire Story wechseln. Und dann können wir hoffentlich Claire safe laden. Das ist weird. Aber gut, macht Sinn, ne? Logisch, jetzt hier im Emulator ist es mir wurscht. Beziehungsweise auch in der GameCube-Version, die ich ja hier emuliere, wäre es eigentlich wurscht. Aber im Original macht das ja Sinn, dass die beiden so getrennt voneinander sind, weil die Discs ja auch unterschiedlich sind. Leon war ja Disc A und Claire war Disc B. Aber ich weiß nicht, war Claire B auch auf der Disc B? Vermutlich. Ich weiß es aber nicht mehr. Naja, laden wir Claire B. Geben wir uns das Intro einfach nochmal, oder? Es ist nice. Ich halte die Klappe. In the midst of a T-Virus outbreak in Raccoon City, Leon Kennedy succeeded in escaping from the city following his encounter with one of the only other survivors. A woman named Ada. A spy seeking the deadly G-Virus. Sollten wir hier was sehen? However, jetzt. Leon was not the sole survivor of the incident. A girl named Claire Redfield was in town on business of her own. She came to uncover the mysterious circumstances of her brother's disappearance. Chris Redfield, a member of the STARS Alpha team. Only now, her mission has become quite simple. Basic survival within the nightmare that was once Raccoon City. Dum, dum, dum. Irgendwie finde ich die Namenswahl Raccoon City für die Stadt einfach super cool, weil die ist irgendwie witzig und sympathisch und auch so realistisch, ne? Also man kann sich direkt vorstellen, so eine amerikanische mittelgroße Stadt, 100.000 Einwohner irgendwo mitten in der Wüste, Raccoon City passt perfekt. Und es ist viel cooler, als wenn die irgendwie versucht hätten, super pseudo-cool zu sein und die Stadt irgendwie Dark City oder Danger City oder sowas genannt hätten. Raccoon City funktioniert, finde ich, schon sehr gut. Mag ich voll gerne. Guy's a maniac. Why'd he bite me? Why'd he bite me? I don't like no biting in my arm. Yeehaw. Why'd he bite me? Hello. Is anyone here? Hello? Hello. Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Ich meine, es ist definitiv die richtige Entscheidung, von Claire her wegzulaufen. Aber sie hat ein Messer.
Das könnte sie zumindest ziehen, um falls, ne? Sie weiß ja noch nicht, dass das ein Monster ist. Und ihn ein bisschen abzuschrecken. Oh, gut. Mich wundert es gar nicht, dass in Rennspielen Autos heutzutage so fotorealistisch aussehen. Weil die sahen damals in der Render-Cutscene schon echt gut aus. Und das im Vergleich zu den Menschen, ne? Also schon krass. Das sieht einfach gut aus, diese um die Kurve Drift-Szene, ey. Könnte man glatt, wenn man nur kurz so hinguckt, ne, für eine echte Szene halten. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Moment mal, ist Leon mit seiner Dienstwaffe in die Stadt gekommen? Haben die ihm die per Post zugeschickt oder so? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ein bisschen komisch. Wirklich weird, ne? Die haben Leon anscheinend seine Polizeiuniform und seine Dienstwaffe irgendwie in ein Päckchen geschickt. Und dann ist er erst zu seiner neuen Arbeitsstelle nach Raccoon City gefahren. In Dienstkleidung und mit Dienstwaffe, mitten in der Nacht. Schon lustig ein bisschen. Weiß ich nicht genau. So, jetzt muss ich mich kurz wieder umgewöhnen, weil das Resident Evil 1.5, das wir jetzt gestreamt haben, hat wieder eine ganz andere Steuerung als jetzt hier Resident Evil. Guck mal, ist das Motorrad. Ich werte das Motorrad als Referenz an Elsa. Hat wieder eine andere Tastenbelegung einfach. Ich glaube, das hat quasi die japanische PlayStation-Belegung standardmäßig. Und in Japan ist das Problem, dass... Ui, wo gehe ich jetzt hin? Jetzt weiß ich es gar nicht. In Japan sind X und Kreis vertauscht, ne? Das macht alles sehr verwirrend. Okay, dann gehen wir... Ich weiß gar nicht, ob wir da rein können und müssen, aber ich versuch's mal. Hallo, Herr Polizei. Oh, es ist locked. Okay. Tschüss, Herr Polizei. Dann gehen wir halt da rein, wenn das so ist. Und hier finden wir auch schon wahrscheinlich den Schlüssel für die verschlossene Tür. Nice. Also so ein richtig gutes B-Game, ne? Das hätte das Remake vom ersten schon brauchen können. Und ich meine, weißt du, wir leben in Zeiten, wo wir hoffen müssen, dass die Inhalte aus dem Original in Remakes übernommen werden. Deswegen will ich meine Ansprüche jetzt nicht zu hoch schrauben. Aber sollten die ein Remake vom ersten machen, hoffe ich vielleicht, dass die sowas wie ein A-B-Game mit einbauen könnten. Das wäre ja der absolute Hammer, oder? Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, die würden endlich mal die große Frage beantworten, welche Variation jetzt einfach eigentlich Canon ist, indem die einfach eine sinnvolle A-B-Variante machen, wo die wichtigsten Schlüsselereignisse von Chris und Jill parallel passieren können, ohne dass irgendjemand die ganze Zeit in der Zelle sitzt und wartet, gerettet zu werden. Das wäre natürlich... die absolute Krönung, ne? Das wäre super nice. Glaube ich nicht. Und wie gesagt, ne, wir dürfen froh sein, wenn die Lisa Trevor-Geschichte nicht gestrichen wird. Wo ist denn da gerade? Zombie-Action? Keine Ahnung. Aber ja, das wäre natürlich der absolute Hammer. Die Soundkulissen in Resident Evil 2 sind schon sehr gut, ne? Also die Musik auch, aber ich meine vor allem auch die atmosphärischen Laute so in den Städten und so. Ja, ich habe meine Hauptfigur nicht gesehen, dammit. Ich war gerade kurz verwirrt, weil ich wusste nicht, wer von den wackelnden Figuren ich bin. Deswegen bin ich dem jetzt mal reingelaufen. Das war ein unnötiger Treffer, verdammt. Get to the chopper!
Ist das Irons eigentlich? Das kann nicht Irons sein, aber es sieht voll aus wie Irons. So viel Pech musst du erstmal haben. Da wirst du von Zombies gebissen und dann schießt du einen Hubschrauberpiloten zufällig ab. Ich meine, what are the chances, ne? Und dann stürzt der Hubschrauber exakt auf dich drauf. Das wäre so, es gibt doch so GTA Bad Day Compilations, ne? So Fail Compilations, wo jemand irgendwie aus dem Auto fällt und dann wird er von einem Flugzeug überfahren und dann will er aufstehen und dann geht die Flugzeugklappe auf und boxt ihn wieder um. So ist das ungefähr. So viele unglückliche Ereignisse auf einmal, dass es schon wieder lustig ist fast. Brains. Finde ich irgendwie lustig, weil die Original Resident Evil Zombies machen ja überhaupt keinen Brains Sound. Also keiner von denen sagt irgendwie wirklich so Brains. Also keiner von denen ist wirklich hinter Hirnen, ja. Aber ich finde es schon echt lustig, dass in Resident Evil 4 die Kanadas immer wieder Cerebro, Cerebro sagen. Also quasi Brains auf Spanisch, ne? Ich finde das schon lustig. Cerebro. Das ist mein Humor. So ein paar Krähen eben. Sie sind noch fein. So ein paar Krähen, die tun ja nichts. Finde ich eigentlich echt interessant, dass es früher anscheinend auch noch eine zusätzliche Gesundheitsoption gegeben hätte. Gut. Die dann aber im Spiel tatsächlich nicht benutzt wurde. Und ich kann es ehrlich gesagt verstehen. Ich fände auch zwischen fein und Vorsicht eine Anzeige gar nicht blöd, ehrlich gesagt, weil ich finde auch, dass das schon, man ist sehr, sehr lange fein und dann plötzlich ist man tot. So ungefähr fühlt sich's manchmal an. Cerebro. Cerebro, Cerebro. Ich find's lustig. Okay, Claire. It's locked. There's a heart. Ich meine, wisst ihr, natürlich passt auch das B-Game jetzt nicht perfekt ins A-Game. Ne? Wir haben wie hier zum Beispiel komische Item-Platzierungen wie das hier. Wir haben Rätsel, die eigentlich schon gelöst sein sollten und so weiter und so fort. Dass es perfekt ist, muss ja gar nicht sein. Aber die Geschichten ergänzen sich halt. Es ergänzt sich in so vielen Punkten und das ist das Schöne, dass dann irgendwie Inhalte recycelt werden. Wir müssen realistisch sein, die können nicht ein vollkommen neues Spiel nochmal machen, obendrauf auf das schon Existierende, ne? Das ist schon in Ordnung. Ja, ich glaube, ich muss zumindest mal ein bisschen Zombies töten hier. Das ist doch ein bisschen zu busy hier. Der da in der Tür steht, nervt ein bisschen. Treffen kann ich ihn auch nicht. Ich spiele jetzt gerade noch den Hardcore-Modus, weil ich muss immer wieder kurz das Mikrofon stumm schalten, um zu husten. Ist wirklich nervig. Wir haben uns irgendwas eingefangen, was wirklich überhaupt nicht schlimm ist. Also sind auch alle Corona-Tests oder so negativ. Wahrscheinlich wirklich nur eine kleine Erkältung. Mir ging es auch nur einen Tag wirklich schlecht, würde ich sagen. Ich glaube, ich hatte nicht mal Fieber, aber ne, fiebrig habe ich mich gefühlt. Und oh, wie ist denn jetzt hier das Passwort? Wenn wir das jetzt auswendig wüssten, das wäre awesome. Und aber der Husten. Aber ich habe halt jetzt schon wieder eine Woche lang eben so ein bisschen Husten und schleimiger Hals und einfach ein bisschen ungesund. Und das nervt einfach. Das nervt einfach. Normalerweise wisst ihr, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht gerade eben hier Content Creator wäre und den ganzen Tag basically mit meiner Stimme arbeite, wäre es mir wahrscheinlich noch eher wurscht. Aber so ist es halt wirklich ungünstig einfach.
Schlürf, schlürf, platsch, platsch. Cerebro, Entschuldigung, ich weiß, der ist jetzt schon alt, der Gag, aber ich find's trotzdem lustig. Das, weißt du, das ist schon lustig, stell dir mal vor. In so, oh Gott, hier wuselt's aber. Da weiß ich jetzt nicht, wie ich da ohne Schaden rauskomme. Meine Güte. Verdrückt. Das war jetzt gemein, ne? Das hätte jetzt genauso gut funktionieren können, finde ich. Der hat jetzt schon viele Treffer eingesteckt, der Arsch. Der wird mich auch erwischen. Nee. Oh Gott. Schon ultra mies hier, ne? Oh, da steht noch einer. Ey, die wollen es aber hier echt wissen. Die sind ja komplett bekloppt hier. Meine Güte. Aber ich erschieße die jetzt alle. Ist wahrscheinlich jetzt voll die Munitionsverschwendung, aber ich muss hier eventuell noch öfter durch und das sind mir ein bisschen zu viele hier gerade. Aktuell haben wir die Munition. Raus damit. Ist schon teuer, die alle zu erschießen. Sind die jetzt wirklich tot? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aha. Aha. Was ist das? Na, ich glaube, der hat tatsächlich noch keine Blutpfütze und der zuckt auch nicht. So, jetzt. Bam. Schön. Na, also. Meine Güte, das war jetzt schon teuer, ne? Wir haben gut 30 Schuss hier verballert, aber der Flur ist jetzt sauber, das ist schön. Jetzt ist ein Doppelkraut fast... Ach, ich kann ein normales Kraut nehmen. Nehmen wir normales Kraut, perfekt, dann kann ich das nämlich noch einpacken und dann ist alles gut. Ich hätte wirklich Claire die Maschinenpistole lassen sollen, ne? Die haben wir in unserem Leon-Playthrough auch einfach nicht benötigt, weil Leon sowieso absolut crazy überpowered war, vor allem gegen Ende. Einerseits hätte ich fast Bock, auch die klassischen Resident Evil immer wieder mal zu spielen, ne? Und immer besser zu werden und schön langsam auswendig zu kennen und zu wissen, wann benutze ich welche Waffe und welche Gegner lasse ich einfach stehen und wo muss ich hin. Ich hätte schon irgendwie Bock, aber ich bin da einfach nicht der richtige Typ dafür. Das frustriert mich mehr, als dass es mir Spaß macht dann letztendlich. Das überlasse ich anderen. Das Gameplay-Expertentum. Ich kümmere mich um die Lore. Und um die Story. Ach du Scheiße, hier ist ein Licker drin. Ich glaube, ich komme später wieder. Warte mal. Okay, ich speichere mal kurz schnell. Quick Save. Weil ich versuche mal, dass wir uns vorsichtig durch den Raum bewegen, ohne Geräusche zu machen, ne? Ich weiß nicht, wie, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, wie schnell und wie gut die reagieren im Original. Aber ich glaube, mit der Pistole lege ich mich jetzt sicher nicht mit dem an. Ja, ungünstig, ne? Ungünstig. Pistolenmunition haben wir schon mal aus dem Regal geholt, aber ich schätze, ich befürchte, da ist noch mehr drin in dem Raum. Eieiei. Böser Licker. Schon cool auch irgendwie. Mist. Na gut, da ist auch gar nichts mehr hier drin anscheinend. Dann gehen wir da gar nicht erst rein. Das hat sich jetzt Claire gerade, ne, in ihrem Kopf vorgestellt. Was würde passieren, wenn ich da jetzt nochmal reingehe?
mit ihren analytischen Superkräften und hat gesagt, nee, ist es nicht wert, aber ich muss unbedingt in den anderen Raum. Hat sie jetzt gerade, das ist ihre Superkraft. Gab es nicht wirklich irgendein Spiel, das das so begründet hat, wenn man gestorben ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass Prince of Persia, der erste Teil, Sand of Time, also nicht der allererste, sondern der erste von der Sand of Time Trilogie, der hat ja, da hat ja der Prince of Persia quasi die Geschichte, die man gespielt hat, nacherzählt. Und das war, fand ich immer ein bisschen lustig und albern, wenn er dann gestorben ist und dann gesagt hat so, nee, warte mal, so ist das gar nicht passiert. Ich fange nochmal auf einer anderen Stelle an. Und ich stelle mir dann immer vor, wie er da sitzt und erzählt, ja, und dann habe ich gegen diesen Typen gekämpft und der hat mir dann das Schwert in den Bauch gerammt und mich gevierteilt und ich war tot. Ach so, nee, warte mal. So ist das gar nicht passiert. Ich habe mich vertan. Nee, also gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Dann kommt er wieder zu der Stelle und sagt, ja, und dann habe ich gegen den Kerl gekämpft und habe ihn umgebracht und bin weitergelaufen. Ja, genau, so war es. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich dachte, ich wäre gestorben, aber kann ja gar nicht sein, ne? Finde ich lustig. Oh, du wunderschönes Ding, du. Ich will dich, aber leider kann ich dich aktuell nicht mitnehmen. Ich brauche eine Kiste. Ich brauche dringend eine Kiste. Düm, düm. Ob die Barry hier gelassen hat. Ob Barry wieder seine Waffen überall... Nein! It's electronically locked. Barry wieder überall seine Waffen liegen lassen hat einfach, der Schlingel. Seine Waffen, die besonders effektiv gegen lebende Wesen sind. Keycard. Ich habe gar keine Keycard. Ich brauche eine Kiste. Hey, warte mal. Was ist denn jetzt hier? Ja, was ist denn jetzt hier? Das finde ich gerade ein bisschen cool, weil ich tatsächlich null Erinnerungen an das B-Game gerade habe, wirklich null Erinnerungen. Und das ist gerade für mich fast ein bisschen so, als würde ich so eine New Arranged Mod oder sowas spielen, aber von offizieller Seite, ne? Voll gut. Ich bin mir sicher, dass ich das zumindest mit meinem besten Freund damals früher gemeinsam gespielt habe, zumindest gesehen es habe, aber ja, irgend so eine Erinnerung von vor... Ah, warte, ich weiß, wo ich hin wollte. Von vor 20 Jahren und so. Kommt mir gerade alles gar nicht mehr bekannt vor. Aber ich weiß, dass wir auch mit Leon, wir haben Leon A. Das war mein erster Playthrough, Leon A. Weiß ich noch ganz genau. Leon A. Leona, wenn man es schnell ausspricht. Wie die Wurst. Habe ich den? Wahrscheinlich habe ich dem seine Munition genommen, wenn er welche hatte, ne? Ja. Okay. Stellt euch mal vor, wir würden nicht in einer Welt leben mit kapitalistischen Zwängen, die Firmen dazu nötigen, Geld zu verdienen. Und das Resident Evil Team könnte einfach aufgrund von bedingungslosem Grundeinkommen oder so unendlich lang so viel Arbeit und so viel Zeit, wie sie wollen, in ein Re-Remake von Resident Evil einstecken. Dann würden wir vielleicht alles kriegen, was wir wollen. Alle Inhalte aus dem Original, ein extra Kapitel mit extra Monster, was weiß ich was, Lisa Trevor 2.5 quasi und obendrauf noch, oh Gott, einen Licker. Puh. Und obendrauf nochmal ein A und B Playthrough, der perfekt zueinander passt, ne? Dann wäre das realistisch. Aber leider leben wir in einer Welt, in der Profitorientierung immer noch das Wichtigste bei so einer Videospielentwicklung ist. Und dann spielt Zeit und spielen Ressourcen halt einfach eine große Rolle. Und dann
kriegen wir zwar dafür jährlich oder alle 2 Jahre ein Spiel, das rausgehauen wird, auch nice, aber dafür haben sie, entfalten sie nicht ihr volles Potenzial, das sie haben könnten. Secretary's Diary, das Tagebuch der Sekretärin, 16. April. Ich habe aus Versehen Steinstatuen bewegt, das kennen wir ja schon aus der Leon-Kampagne. Das Steinstatuen-Tagebuch. Wir haben endlich eine Kiste. Kann ich endlich Inventar managen. Und dann gehen wir noch mal kurz zurück und holen den Granatenwerfer. So. So viel Heilung brauche ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Kurbel brauche. Aber aktuell ist mein Inventar leer genug, dass ich das einfach mal drin lasse, das Ding. Weil warum nicht? Aber Leute, ich würde sagen, für heute machen wir mal wieder fette Beute. Und damit meine ich Ende. Danke fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch macht die Reihe immer noch sehr viel Spaß. Mir auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Bock auf die kommenden Teile. Ich habe jetzt aber auch noch immer sehr viel Bock auf Resident Evil 2. Aber auch auf 1.5. Also ich fühle mich gerade wie ein Kind im Süßigkeitenladen, wenn ich dran denke, was noch alles auf uns zukommt an Resident Evil Spielen. So viele coole Teile, so viele spannende Teile. Also dazu rechne ich jetzt zum Beispiel auch Survivor, das ich tatsächlich noch nie gespielt habe. Ich glaube, das wird Pain in the Ass und wir werden es hassen. Oh, ich werde es hassen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, mir beim Leiden zuzusehen. Aber vielleicht, zumindest wird es bestimmt interessant und vielleicht sogar lustig. Gucken wir mal. Ich hoffe es. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.